So, ich möchte jetzt hier meinen FlashForge Finder 3D-Drucker vorstellen, den ich modifiziert habe. Und zwar hat dieses Gerät jetzt ein Heizbett bekommen. Und das wurde folgendermaßen realisiert. Wenn man hier an der Seite schaut, dann haben wir hier die Elektronik, die das Heizbett steuert. Und zwar haben wir das Netzteil, 12 Volt. Dann hier oben den Temperaturregler und hier unten die MOSFET-Endstufe, die das Heizbett ansteuert. So, das Heizbett ist wirklich ein Low-Cost-Produkt, was ich mir gebaut habe. Und zwar besteht das aus einer Plexiglasplatte, einem ungefähr 6,90 Euro teuren Heizelement aus China und einer Spiegelglasplatte. So, hier sieht man auch die Anschlüsse, dort mit so einem Stecker und die Leitung für den Temperaturfühler. Ja, die Befestigung von diesem Heizbett. Die normalen Federn gehen nicht. Man muss jetzt andere Federn nehmen, die kürzer sind. Sonst haut das mit dem Leveling nicht hin. Man hat da große Schwierigkeiten. Also das liegt daran, weil das Heizbett jetzt etwas dicker ist. Ich habe da viel rumprobiert. Bin jetzt endlich zum Ergebnis gekommen. Und es läuft. Wie man hier sieht, ist die Glasplatte hier mit so Klammern befestigt. Das sind alles Pfennigprodukte, die man günstig in China oder sonst irgendwo kaufen kann. Auch diese Elektronik hier, alles aus China bestellt. Wartezeit 2 bis 4 Wochen. Bei mir hat es sogar nur 2 Wochen gedauert, bis die Sachen da waren. Erstaunlich, ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wenn man das bestellt, wenn das gerade, wenn man Glück hat, das Schiff kriegt gerade raus, dann kriegt man das auch pünktlich. Ja, was habe ich noch gemacht? Und zwar, ich habe jetzt hier nochmal ein Upgrade gemacht vom Feeder. Vorher ist ja dieses komische Plastikding da drin gewesen. Hier habe ich mir auch eins bestellt, ein Feeder aus Vollaluminium, der angepasst werden muss. Ich muss sagen, der muss angepasst werden. Es ist eine Fummelarbeit ohne Ende, weil wenn man den so kauft, dann passt er nicht. Aber man hat echt ein Upgrade dadurch. Und was noch der Fall ist, ich habe hier ein Micro Swiss All Metal Hot End. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil man hatte vorher immer die Schwierigkeiten mit diesem Plastikrohr, was das Filament vor Überhitzung schützen sollte, dass das immer nach irgendwie 100 Drucken verklebt oder sowas. Das ist jetzt Geschichte. Diese Düse ist aber auch 0,4 mm wie vorher. Man kann die auch in anderen Stärken kriegen. Und die ist speziell beschichtet, so dass das Zeug da richtig durchflutscht und eigentlich auch ein richtig schönes Druckbild jetzt macht. Der Drucker war vorher auch schon nicht schlecht. Aber so in diesem Fall ist das jetzt echt eine tolle Maschine geworden.